Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno. Es ist ein paar Tage her, ich hatte es ja angekündigt, ich war im Urlaub, deswegen konnte ich auf den neuesten Patch mit den neuen Karten nicht eingehen und deswegen schauen wir uns heute eine der neuen Karten an. Eugene Systems hat es letzte Woche vor Ostern noch angekündigt. Das große Update mit den neuen Divisionen, Murat verzögert sich. Sie sind sich selber bewusst, dass sie ihren aktuellen Plan, den sie, glaube ich, im Februar oder wann oder im Januar gepostet hatten, mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus nicht wirklich einhalten können aktuell. Aber sie ziehen ein paar Inhalte vor, die schon fertig sind. Und das sind zwei neue Karten. Nämlich einerseits die Karte Black Forest, die wir hier sehen und heute spielen werden. Und dann auch noch eine große Karte, Iron Water, die grandiose 81.000 Quadratkilometer, 81, es reicht 81, 81 Quadratkilometer großes, die Black Forest Karte sind 54 und ja, damit bekommen wir eine 2 vs. 2 und eine 4 vs. 4, beziehungsweise eine 10 vs. 10 Karte, weil die Iron Water soll wohl auch 10 vs. 10 unterstützen und wir sehen schon, gibt es hier überhaupt Wege? Gibt es hier Straßen? Oder ist das einfach nur totes Gelände? Ich, ja. Interessant. Okay, wir sind mit der Third Armored Division unterwegs. Mit einer KI, die die gleiche Division hat. Und ansonsten als Gegner eine 39. Garde und 7. Panzer. Gucken wir mal. Ja, man kann hier halt durchsneaken. Das ist natürlich echt gefährlich, aber die eigentlichen Punkte liegen hier. Charlie, Delta, Bravo und Echo. Und die, die in der Mitte geben nur einen Punkt. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Ich habe heute mal, wie gesagt, die Third Armored ausgewählt, um nochmal ein bisschen mit den Hubschraubern zu experimentieren. Ich habe hier auch Napalmjäger dabei. Phantoms mit Napalmbomben. Ich bin gespannt, wie gut die funktionieren. So, Aufklärung. Scouts. Er hat jetzt hier schon den Scout hingestellt, deswegen würde ich mal sagen, mach mal unsere Scouts mal hier drüben hin. Und, guck mal, ihr geht mal dahin. Und die anderen... Yes, sir. Versucht mal in den Wald zu kommen, damit sie hier die Fläche abdecken, falls er hier durchpushen sollte. Und die können von hier aus so das Gebiet abdecken. Hier im Fokus gucken wir, dass wir uns da mit Infanterie aufstellen. Ja, die haben nicht die besten Panzerabwehrwaffen, das ist klar. Yes, Sir. Geht mal dahin. Panzerabwehr. Geh mal ein bisschen. Ja, der hat jetzt schon die Straße. Wieso packt er denn den Hubschrauber auf die Straße? Das ist irgendwie nicht geil. So, du gehst mal bitte hier hin, um hier das Gebiet abzudecken. Wir nehmen mal den Apache mit den 70 mm mit. Wobei, okay, chill ich mal da auf. Der kann gegen leicht gepanzerte Ziele einsetzen. Jetzt nehmen wir noch ein paar Stingers. Wie viele sind das jetzt? Zwei? Ich hätte gern drei. So, da einmal Stingers. Hier einmal Stingers. Und die anderen Stingers gehen mal bitte dahin. Und dort packen wir auch noch mal Infanterie rein. Nämlich in das Gebäude und als
Backup 95 Punkte. Jetzt können wir noch nicht mal mehr einen Offizier rufen. Panzer kriegen wir damit auch nicht mehr. Hubschrauber auch nicht. Flugzeuge auch nicht. Artillerie auch nicht. Okay, dann nehmen wir noch eine weitere Infanterie mit. Machen wir mal die Startaufstellung ein bisschen anders. Nehme ich mal ohne Offiziere am Anfang. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Weil unser Kollege... Naja, hat zwei Offiziere dabei. Das ist ja schon mal gut. So. Zeit ein bisschen beschleunigen. Ich bin gespannt, ob die Gegner-KI sich hier durchsneakert. Haben wir hier einen Eingang? Der einzige Eingang ist hier. Von der Seite gibt es nicht normal einen Eingang in die Karte. Das heißt, man kann das höchstwahrscheinlich relativ gut hier verteidigen. Also... Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie geil ich das finde, dass hier so eine riesige Todeszone drin ist, die einfach überhaupt nicht genutzt werden. Also er hat ja so ein paar Pseudostraßen, sind da schon drin, aber sehr weit geht es da nicht rein. Und da Einheiten durchzuschicken ist völlig utopisch, das dauert Jahrhunderte. Naja, mal gucken. Ach, hier ist auch nochmal so eine kleine Böschung, okay. So, Offizier ist hier drin. Na toll, beide Offiziere. Das ist wieder mal grandios. Sky is ours. Yes, sir. So. Setzen wir mal dahin. Naja. Unser Offizier ist unterwegs. Alles gut. Wir haben noch 170 Punkte. Ich hole mal noch eine Stinger dazu. Und jetzt würde ich mal sagen, nochmal auf. Klärung hier drüben. Und auch schon mal zwei Supply Trucks, damit die dann auch relativ schnell da sind. Was ist hier los? Warum bewegt ihr euch? Achso, doch, die bewegen sich, okay. So, die Partygesellschaft hier ist angekommen. Warte mal, das sind... Ja, doch. Da bitte hin. Wir pushen mal mit denen vor. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Yes, sir. So, die gehen dahin. Und die gehen mal bitte dahin. So, da haben wir... Ah ja, ein Fahrzeug ausgeschaltet. Sehr gut. Irgendwo höre ich einen Hubschrauber. So, da ist der Offizier angekommen. Ah ja, der Apache nimmt da was raus. Das ist sehr schön. Die gehen da rein. Die gehen da rein. Die rutschen vor. Warte mal, ihr geht mal da rein. So, das Fahrzeug geht raus.
Die Stingers gehen dahin. So, perfekt. Da kommt der nächste Hubschrauber. Da werden sich gleich unsere Stingers drum kümmern. Und wir stellen mal hier einen Panzer hin. So, ihr sollt bitte weg. Da wird auf den Hubschrauber geschossen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich habe extra die Zeit ein bisschen langsamer laufen. Da geht der unsere Hubschrauber raus. So, die Stinger sind da. So, da gehen die... Oh, scheiße. Ja, die sind raus. So, die Stinger. Der hier hat irgendwie kein Schussfeld auf den Hubschrauber. Jetzt. Wir müssen hier mal Infanterie nachschicken. Was ist mit dir? Scheiße. Oh Gott, der pusht da jetzt echt hart drüber. So, der Stinger. Kann der da mal bitte noch den Hubschrauber rausnehmen? Es wäre mir eine Freude. Oh Gottchen. Er ist zu blöd zum Scheißen. Na endlich. So, der Stinger bezahlt... Oh, beide Stinger bezahlen das mit ihrem Leben. Und wir müssen jetzt mal mit ein paar Abrams hier ankommen. Der erste Abrams müsste eigentlich schon unterwegs sein. Du gehst mal bitte hier raus. Die haben keine Raketen mehr. Okay, dann bewegt euch mal bitte zurück. Und die Versorger-Trucks gehen mal bitte hier hin. Okay. Wir führen mit plus 1, das ist gut. Er hat natürlich jetzt mittlerweile hier unten genau das gemacht, was ich vermutet habe. Er hat uns dort flankiert. I'm listening, Captain. On my way to coordinates. Out. We'll deploy at this position. So, unser Abrams gibt hier... Sehr schön. So, ich würde sagen, warum sind das denn Deutsche? Aber das ist ja die fünfte, ja. Wir holen mal hier den Hubschrauber dazu. So. Ich bin nicht gerade dezent. Er hat mich hier in der Stadt, hat er mir meinen Supply Truck weggenommen. So. Ich brauche hier erstmal was zum Reparieren. Und er geht mal bitte dahin. Toll. Das war mein Supply Truck. Großartig. Das war irgendwie nicht so geplant.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der... Achso, den hatten wir hier hingeschickt, den Apache. So, er nimmt mir jetzt den Abraham Staff Host wahrscheinlich raus. Nope, der lebt noch. So, müssen mal kurz hier ein bisschen durchatmen. Hier kommt der nächste Angriff von ihm. Uff. Scheiße. Er flankiert uns da tatsächlich. Das finde ich nicht cool. So, den schicken wir dahin. So, die Schützen da, nehmen wir die raus. Nope. Aber die Bradleys müssten das eigentlich ganz gut machen. So, hier unterstützen wir mal. So, da kommen unsere Bradleys. Wir müssen mal die Flak nochmal ein bisschen auffrischen. So, unsere Hubschrauber, da ist der Versorger-Truck immer noch unterwegs. Hier drüben. Oh. Dass wir da nicht nochmal flankiert werden. So, der hier bleibt einfach mal stehen und repariert hier. Was macht denn der Abrams dort? Was macht der Abrams dort? So, er hat sich wieder aus dem Gebiet rausbewegt. Das ist natürlich geil. So, wie sieht es hier drüben aus? Unsere Bradleys laden sich mal dort aus. Wobei, nee, laden sich mal eins weiter vorher aus. Sehr gut. So, die sind wieder repariert, so wie es aussieht. Yes. Und ich meine, wenn er hier reinpusht, das kann er ruhig machen, aber wir können das halt von hier hinten. Echt gut verteidigen eigentlich. So, bitte mal auf den T-55. Der hat mit seiner scheiß Rakete nämlich eine höhere Reichweite. Ah, den müssten wir jetzt... Ach, komm schon. Ja, okay, gut. So, wie sieht's denn hier oben aus? Holen wir mal die Hubschrauber nach. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir jetzt nicht mal anfangen, hier ein bisschen Spaß zu haben mit Flugzeugen. So, HE. Cluster. Ah, okay, geht gerade raus.
Da steht eine Artillerie irgendwo. Oh, in dem Moment. So, der ruckt danach. Jetzt muss man hier oben mal gucken. Hier versuchen wir mal den Flankiermanöver. Die Bradleys rutschen mal vor. Ihr geht mal dahin. Ihr geht mal dahin. So, er weckt sich. Oh, shit. Woher hat denn der... Wie ist denn jetzt der... Na, egal. So, der kann mit seinen Toes jetzt den T-80 angreifen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Der hat ein echt gutes Schussfeld auf den T-80. Da ist eine Blindgänger dabei, oder was? Komm schon. Er braucht noch einen Treffer. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas, Rakete. Nein, was ist denn jetzt? Warum trifft er denn nicht? Warum geht die Rakete mal in den Boden oder so? Er hat noch eine. Oh, und die verschießt er natürlich. Ne, noch eine hat er, die letzte. Aber der bewegt sich. Komm schon, nimm ihn raus. Yes, perfekt. Das war jetzt wichtig. So, die hier müssen sich wieder erstmal aufmunitionieren und beziehungsweise der Scout muss sich reparieren. Oh, Scheiße. Hat er jetzt irgendwas abgeworfen? Nee. Okay, dann bleibt stehen. Dann bleibt mal stehen. So, die Bradleys. Hier einer ist schon raus. Infanterie. Flugabwehr bräuchten wir jetzt auch mal. So, wie sieht... Ach so, und ja. Holen wir jetzt gleich noch eine. Dieses kreisende Flugzeug da. So, das stellen wir mal hier auf. Und das Teil stellen wir mal hier auf. Hier ist jetzt der Bradley rausgegangen. Ja, das war zu erwarten. Eventuell kann der da was machen. Warning? Was macht denn unser Offizier da? Ach so. Da kommt ein Flugzeug angesäppelt. Schön, dass unsere Flugabwehr einfach gar nichts macht. Das finde ich natürlich jetzt mal nicht so geil. So, wartet mal. Ich habe eine Nab... Naja, das bringt nichts. Wir stellen mal noch eine hier auf. Yes, sir. Medic. Krass, was der da alles stehen hat. Hey,
Okay. Einiges an Scouts. So, und jetzt holen wir mal die Panzer hier über die Freifläche ran. Und wir haben ja auch noch Clusters. Und ich glaube, wir haben noch mehr Cluster, oder? Genau. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. So, und HE haben wir keine Punkte mehr, okay. So, der sollte jetzt rausgehen. Wir evacken die beide. Yes, okay. Alter Falter, was? Da steht immer noch ein Haufen Scheiß in dem Wald. Wir haben keine Punkte für Flugzeuge. Haben wir da auf jeden Fall zwei Abrams jetzt verloren. Alter, was ist das? Irgendwas gepanzert ist? Ist weg. So, der zieht sich zurück. Wir stellen ihm hier was zum Reparieren hin. Eieieiei. Scout. Na, könnte unsere Flugabwehr mal was machen. Aber er hat den Punkt wieder verloren. Es ist gerade mal 148 Punkte. Das ist echt witzig. Aber solange er sich hier über die rechte Flanke verausgrabt, haben wir hier mehr Chancen, ihn... So, wir haben ja auch noch Hubschrauber. Wobei hier gegen den Flugabwehrgeschütz sollte man das nicht unbedingt einsetzen. Eventuell können wir dort gegen die zwei Infanterien was machen. Ach, die haben nichts mehr zum... Ja, okay. Da kommen schon wieder die Nächsten, oder was? Ach, Mann, ey. Ach, krass, sind die jetzt beide schon leer, oder was? Sieht so aus. Da steht noch irgendein Panzer. Der ploppt immer mal auf. So, die Scouts. Können die hier irgendwas aufmachen? Oh, guck mal da. Wobei, keine gute Idee. Da geht jetzt schon gerade der Kumpane mit seinem Hubschrauber raus. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Wir landen den erstmal kurz. So, sehr schön. Der ist rausgegangen. Die Bradleys, was haben die eigentlich? Die haben eine 25 mm. Und jetzt hat er mir den Scout da rausgenommen. Ah, das ist natürlich jetzt ekelhaft. Da brauchen wir einen neuen Scout. Ah, I'm hit. Ach, guck mal, jetzt. Da kommen ja unsere Panzer genau richtig. Aber... Warning.
Hubschrauber. Was hat der Hubschrauber gesagt? Schon, MiG. So, der Scout geht wieder nach vorne. Geht der raus? Alter, die treffen alle nicht. Krass. So, wie sieht's denn hier aus? Sehr schön, der geht raus. So, dann, sehr schön, die gehen raus. Was haben wir denn jetzt verloren? Ach, hier ein Supply. Ach, der ist eine Reparatur. Napalm HE. Ich weiß nicht, wie gut der Napalm gegen Panzer ist. Wir testen das mal. Okay. So, wie sieht's denn hier oben aus? Die gehen mal weg. Supply, ist ja noch was drinnen? Nope. Okay, wir landen den hier mal. Hat er noch Munition? Ja. Ich brauche mehr Supply. Die Scouts sehen da auch nicht mehr so proper aus, aber die leben noch. Das ist die Hauptsache. So, wie sieht es denn hier drüben aus? Die Stingers haben noch 2 von 6. Wir laden die mal ein. Oh, schön. Wir müssen ihm ja bloß den Offizier wieder rausknallen. Dann haben wir eigentlich eine ganz gute Chance. Ah, guck mal, hier unser Kumpane lädt da unsere Hubschrauber und unsere Flugabwehr. Steht ein T-72 drin. Okay, der geht auch raus. So. Er kommt da auf jeden Fall rechts nicht durch, aber er beschäftigt uns da permanent. Und das ist natürlich schon so eine Sache, die ist... Die ist nervig. Ja. Oh Gott, wir laden die mal wieder aus. Ich will da ehrlich gesagt die Infanteristen jetzt da nicht an die... an den Panzer verlieren, nur weil die Bradleys da... Aber wobei die mit den Toes eigentlich gegen den T-80 durchaus was machen könnten. Ja, die werden aber vorher getroffen, das ist das Problem. Oh wow. Ja, okay, gut, die sind halt ein One-Shot, ja. So, dann Cluster. HE. Der hat kein Benzin mehr.
So, das hat doch schön gerumst. Wie viel Benzin haben die noch? Ah, die müssten mal repariert werden. Das ist das Problem. Okay, dann fahrt mal ein Stück zurück. Die Hubschrauber sind auch nicht voll aufgeladen. Da fehlt noch ein Versorger. Ja, T-80 schon wieder. Ah, da geht ein T-80 raus. Nice. Haben wir Glück. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass unser Cluster gleich kommt. Komm schon. Komm, gib Gas. Da kommt er. Das müsste... Oh, der wäre aber hier viel besser gewesen als der Cluster. Ah ja, guck mal an. Wir kriegen den da gar nicht raus. So, Napalm. Ach, können wir nicht. Können wir da welche noch rufen? Ja, haben wir. Guck mal hier. Können wir dem mal ein bisschen wehtun dort? So, was ist denn hier unten eigentlich los? So, wo kommt unser Napalm? Der ist unterwegs. Cluster sind beide am Nachladen gerade. Wir hätten noch einmal HE übrig zum Rufen. Kommt er dann noch weg? Ja, okay. Guck mal, der hat noch 35. Dann fahr mal dahin. Hatte ich nicht noch einen weiteren Truck? Guck mal hier. Was macht denn der da hinten? So. Aber wir hatten doch noch einen weiteren Truck geholt. Hier ist übrigens so ein Stinger. Der kann sich mal da auch mit ausladen. So, hier ist noch ein Panzer. Mal hier den Hemd hin. So, die drei Infanteristen sind da alle rausgegangen. So, wir haben nochmal Napalm. Den schicken wir mal auf die Position. Beziehungsweise wir sagen mal direkt, dass er die Infanteristen angreifen soll. Am besten die hier. So, mein Freund. Eine Phantom ist unterwegs. Naja, viel Fläche machen die Napalms nicht. Da hatte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr davon erhofft, muss ich zugeben. Okay, aber wir müssen mal so langsam gucken, dass wir hier auch mal Fläche machen. Die Hubschrauber funktionieren ja im Moment eigentlich ganz gut. So, der hat wieder fast keinen Treibstoff mehr. Hatte, ich bin mir doch relativ sicher, dass ich hier noch einen Vers... Der, ach der, nee, das ist der aber nicht. Ziehen die mal zurück. So, sehr schön. Wir entledigen uns da gerade so Schritt für Schritt seiner Flugzeuge. Das ist schon mal ganz gut. Er pusht jetzt hier zwar, aber das ignoriere ich jetzt erstmal. Unsere Scouts können mal hier reingehen. Ach, guck mal hier. Das BMP lebt noch, oder der BMP, okay.
Abrams wird angegriffen. Oh, die sind gespottet. So, da ist eine Artillerie. Die geht auch raus. Jetzt ruckelt's wieder. Jetzt haben wir hier Infanteristen verloren. Lol, jetzt greift er schon aus Verzweiflung mit seinen Flugzeugen. Jetzt haben wir den Offizier wieder rausgenommen. So, hier, den Hubschrauber kriegt er irgendwie nicht raus. Doch. Okay, da geht der Hubschrauber jetzt höchstwahrscheinlich raus. Ja, okay. Wir ziehen uns mal wieder zurück, lassen den hier mal landen. Wo sind denn meine ganzen Versorger? Hier ist doch jetzt ein Versorger. Guck mal hier. Er versucht krampfhaft, meine Hubschrauber jetzt rauszunehmen. Aber er schafft es nicht. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass er hier jetzt mal ein bisschen in die Schranken gewiesen werden muss. Dann müssen wir nochmal mit Napalm draufschmeißen. Und hier steht ein Hubschrauber. Oh shit. Da steht eine Flugabwehr. Ihr Schweine! Oh, Mist. Ja, die Phantom, die geht jetzt raus. Oder? Ja, die Phantom geht raus. Schade, da haben wir jetzt... Der hier echt mit so viel Infanterie steht. Ach du Scheiße, was da alles steht, ey. Ja, die Panzer sind natürlich jetzt nicht unbedingt das richtige Mittel dafür. Ich weiß, dass da irgendwo noch eine Flugabwehrstellung steht, aber ist mir jetzt egal. Da steht irgendwo im Wald eine Flugabwehrstellung. Die hat ja schon auf uns geschossen. So. Der Hubschrauber ist wieder fit. Hat der Hubschrauber auch was gegen... Ja, na die 20 mm eventuell. Da geht jetzt ein Abrams raus. Ach, guck mal. Und jetzt hat er unser Kollege schon mal so viel mitgedacht und führt den Offizier direkt da rein. Und jetzt führen wir mit plus 2 und können hier endlich Punkte machen. Hat der kein Benzin mehr? Der hat keinen Treibstoff mehr. Klasse.
So, da ist der T-64 da rausgegangen. Ich weiß es nicht. Wir ziehen uns mal zurück. Der Hubschrauber landet hier nochmal und wird nochmal aufmunitioniert. Wo sind denn unsere... Was sind das für Geräusche? So, dieses Dinger geht mal ein Stück weiter vor. So, aber uns gehört der Punkt. Wir führen das mit plus 2. Das ist extrem gut. Da geht der nächste Infanterist raus. Ja, gut, okay. Keine Chance. Der hat kein Benzin mehr gehabt. Was willst du machen? Der hat übrigens auch keinen Treibstoff mehr hier. So, ach Quatsch, rein mit euch. Hier ausladen. Oh, shit. Dir Dreckschweine! Landen. Verdammt, geh erst mal runter. Okay, dass er uns da den Versorgertruck rausnimmt, das ist jetzt echt scheiße gewesen. Aber wir haben den Punkt immer noch und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier... Och krass, was der da alles über die Flanke führt, ey. Naja, hat den Hubschrauber rausgenommen. Aber krass, wie dieses scheiß Flugzeug da immer noch wegkommt. Okay, wir holen jetzt mal noch ein bisschen Infanterie hier rüber. Da steht nämlich noch ein bisschen Flugabwehr. Das gefällt mir nicht. Und solange aber unser Offizier da lebt, ist das gut für uns. Ich habe so viele Panzer hier unten stehen. Das ist eigentlich total doof. Die könnte ich irgendwie hier oben besser gebrauchen. So, jetzt führt er den Gegner, den Gegenoffizier wieder rein. Wie viele Panzer haben wir denn noch? Wir haben noch genug. Der Offizier ist da rausgegangen. Okay. Das ist natürlich jetzt scheiße. Das kann schon kritisch werden, wenn er uns da eben mal so die Versorger-Trucks wegnimmt. Das ist richtig scheiße. Und jetzt hat er da auch noch Flugabwehr stehen. So ist Mr. Stinger. Kannst du? Okay, hat sich erledigt. So, wir laden hier mal aus. Schade, dass wir den Punkt jetzt wieder verloren haben. Aber er hat auch wieder den Offizier rausbewegt. Das ist interessant. Ist hier noch was? 12 Punkte haben wir hier noch. Eieiei, das zieht sich aber jetzt hier, muss ich zugeben.
sir. Fire and maneuver. Shut up and listen to the chief. Los, komm, der Scout. Komm, du hast noch eine Rakete, schieß auf den. Oh, toll, er verschießt. What are your orders, sir? Yes, sir. Na los, nimm die raus, ja. Sehr gut. So, hat er jetzt hier... Ach, endlich ist wieder mal ein Truck da, der auch wirklich Munition und so einen Scheiß hat. Okay, wie sieht das hier aus? Ist die jetzt wieder voll? Ja. Ich stelle die trotzdem mal ein bisschen... Ach, warte mal, geh du erst mal hier hin. Die Hemd haben halt auch den Vorteil, dass sie extrem schnell sind. Wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen aufräumen. Och nö, wirklich jetzt? Nein! Verdammt! Oh, scheiße, jetzt hat er uns den nächsten Versorger rausgenommen, weil hier irgendein kackblöder Panzer im Wald steht. Oh, jetzt haben wir nur noch ein Hemd. Einen. Und ich wollte die Stingers wieder aufmunitionieren. Verdammter Kack. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt wirklich. Was ist mit denen hier hinten los? Die Bradleys sind schon wieder alle weg. Geil. Oh, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Also wirklich, das war jetzt so unnötig. Oh, der Offizier ist wieder raus. Sehr schön. Was ist denn mit euch hier? Gib mal vor. Tja, dann müssen wir jetzt mal auf ein anderes Mittel hier zurückgreifen. Und diese blöden Scout-Hubschrauber. Der hat noch eine Granate, hier eine Rakete. Komm schon. Jetzt ist er leer, aber der geht nicht. Doch, jetzt ist er down. Dieser doofe Hubschrauber, ey. Hier bewegen. Na klar, nimmt er mir noch einen Abrams raus. Hat den Offizier da wieder drinne. Wir führen die mal hier drüben lang. Da ist noch eine Flugabwehrstellung. Wo steht denn seine Artillerie? Die schießt von hier hinten oder was? T-55. Yes, sir. Flugabwehrstellung. Warum ist jetzt ausgeglichen? Hat er jetzt endlich mal noch den seinen Punkt eingenommen oder was? Pff, was er hier an Einheiten verliert, ist auch krass.
kommt noch mehr. Ach, was ist das denn? Das ist ja wie Tontauben schießen. Jetzt müssen wir uns wieder aufpassen. Ach, scheiße, Hubschrauber. Blöde Hubschrauber da. Haben wir noch Flugabwehr? Ja. So, wir müssen dürfen aber nicht vergessen, wir haben da bald keine Möglichkeit mehr, die Einheiten aufzumunitionieren. So, der Offizier ist raus. Na, das ist doch schon mal klasse. Dann können wir doch jetzt endlich mal noch einen weiteren Offizier von uns hier ranführen. Kann mal unsere Flugabwehrstellung bitte schießen jetzt? Ach, sie hat schon wieder keine Raketen mehr. Verdammt. Ja, wir haben nichts mehr zum Aufmunitionieren. Das ist jetzt richtig scheiße. Haben wir hier noch einen Offizier von unserem Kumpel drinnen stehen? Nope. Der führt aber gerade den nächsten Offizier nach vorne rein. Aber ich glaube, der Kollege hat keine Einheiten mehr. So, schießt mal das BMP als erstes ab, dann bitte auf den Hubschrauber. Hat er nicht Flugabwehr? Hat er doch. Aber kann er nicht gegen Hubschrauber einsetzen? Ja, okay. Dann, was ist das jetzt? Das ist eine Napalmwaffe hier drauf. Da werde ich jetzt bestimmt wieder geflamed. Ja. Es gibt ja, wenn die eine Bordkanone hätten, hätten sie den Hubschrauber angreifen können. Was steht da denn schon wieder alles drinne? Was der alles über die Flanke führt, ist echt der Wahnsinn. So. Jetzt für den nächsten Offizier. Ach du Scheiße, was ist hier denn passiert? Wie ist er denn da durchgekommen? Er greift uns gerade von hinten an. So, der Hubschrauber geht da endlich down. Aber er hat uns hier, kann ich meiner... ja, da sind die Kollegen. Ha, ich habe gerade nichts... Ich habe gerade noch ein HE-Flugzeug. Aber da laufe ich Gefahr, unseren eigenen Offizier mit wegzurotzen. War es natürlich keine so gute... Scheiß drauf.
komm schon. Der führt den auch, der bewegt den Offizier nicht, ne? Also. So, wir führen mit plus 2. Eine Stunde geht's schon wieder hier. Oh, lebt sogar noch. Ja, der hat es überlebt. Fuck. Ist der jetzt raus? Jetzt hat er von hier aus den nächsten Offizier rangeführt. Das gibt es doch gar nicht. Wir klatschen da mal Napalm auf die Ecke. Vielleicht hat das ja sogar schon gereicht, um den Offizier da rauszunehmen. Die Frage ist, ob hier hinten noch... Oh, Flugabwehr. Nein. Geht die raus? So, sieht so aus. Move, but watch our flanks, sagen sie. So. Aber er hat immer noch irgendwo... Ah, jetzt ist der Offizier wieder raus, so wie es aussieht. Yes. Hat die Napalm eventuell was gebracht? Ich weiß es nicht. Ach nee, hier, guck mal. So, wir haben aber auch noch Infanterie, die wir rufen können. Nicht mehr allzu viele. Aber wir haben noch was. Ja, ich will hier nicht zu nah ran. Oh, ich weiß nicht, ob das dem Abrams da so gut tut. Ja, das war's mit dem... Das ist ein Scout, okay. Wieso bewegt er den Offizier jetzt wieder raus? Oh Mann, ey. Sehr schön. So, wir führen jetzt unseren eigenen Offizier da rein. Scheiß drauf. Ich will das Ding jetzt endlich durchhaben hier. Aber das, also diese Punktevergabe haben sie echt nervig gemacht, weil... Ach, hier steht die Artillerie übrigens. Wie viel Benzin haben die noch? Komm, wir machen mal den Gegenpush. Wie viel hat der noch? Der hat kein Benzin mehr. Oh, der hat auch nicht mehr allzu viel. Hm. Ich weiß nicht, ob Cluster oder was man gegen... Oh, fuck. Wir haben gerade keine HE mehr. Oh, ja, wow, Napalm. Da steht noch eine Flugabwehr. Wieso setzt der den Napalm nicht? Geht raus, oder? Nee, kommt noch weg. Ah, nee, er nimmt sie noch raus. Verdammt. Ja, gut, okay. Er hat sich ja wieder einen Offizier reingesetzt irgendwo. Ach, Mist. Na gut. Jetzt sind wir wieder bei plus 1. Es kann sich... Ah, ist er doch. Ist das schon der Offizier gewesen? Ich weiß es nicht. Die haben auch nicht mehr so viel Treibstoff. Damn, that was close.
Mist. Hat er wieder den Napalm nicht werfen können. Oh, und er nimmt den Abrams da sogar noch raus. Scheiße. So, mal gucken, ob wir hier den Offizier finden. Also, eine Stunde. Was ist das denn? So, jetzt hat er tatsächlich alle Panzer, die ich hatte, hier irgendwie noch rausgenommen. Irgendwann muss er da auch mal selber keine mehr haben. So. Ich hoffe, dass ich jetzt den Napalm da... Warum... Hallo, du sollst den Napalm dort werfen, wenn ich sage... Oh, jetzt weg, ich stehen zum 5000. Mal da, ey. Das ist doch scheiße. Ich sage ihm, greift die Position an und er fliegt drüber und tut nichts. Das nervt. Da steht eine Flugabwehreinheit. Dann wirf den scheiß Napalm in den Wald, wenn ich dir sage, Position angreifen. Das ist doch zum Kotzen. Das nervt mich jetzt gerade. Ich habe den jetzt schon 2-3 Mal dort auf die Position angewiesen, ey. Das ist, gibt's doch gar nicht. So, jetzt wirf du deinen Scheiß da ab. Kann doch nicht wahr sein. So, ich hoffe, die ist da jetzt raus. So, die Bradleys machen da einen ganz guten Job. Da geht der erste Bradley raus. Jo. Wir müssen diesen scheiß Offizier da finden. War doch irgendwo noch eine Infanterieeinheit. Ah, jetzt ist der Offizier wieder raus. Okay. Jetzt gibt es wieder ein Plus 2. Ach, das ist ein verdammter Hubschrauber. Ja, okay. Wow, die sind wie krass, okay. Das sind diese Offiziershubschrauber, die sind übel nervig. Aber er sneakt sich gerade da hinten durch. Kommt jetzt eine Artillerieangriff von ihm. Den Offizier da jetzt erstmal... lol, er... Wow. Das mit den Panzern ist echt ein bisschen lustig. Dann nehmen wir erstmal die Infanteristen da. So, plus 2. Sehr schön. Da ist noch ein Offizier von ihm. Er dürfte nicht mehr allzu viele haben, hoffe ich mal. So, die BMPs schicken wir da jetzt direkt drauf. Ach, da kommt der nächste Offizier von ihm, okay.
Na los, nimm den raus. Können wir uns den... den Typen das... Oh, scheiße. Ne, er lässt sich nicht den Versorger da. Hat er schon wieder kein Benzin mehr? Ach, krass. So, aber jetzt haben wir endlich bei plus 2. Also die Map ist wirklich schwierig. Du musst halt unten deinen eigenen Cap immer wieder verteidigen. Aber halt... Ach, da kommt der Nächste an. Ich glaube, er hat doch einfach keine Einheiten mehr, würde ich mal sagen. Und du musst eine gute Versorgung haben, weil die Wege sind lang. Ja, also wenn du hier über die Stadt gehst, die Wege sind lang. Ach, guck mal. Nice. Da steht seine Artillerie. Da steht noch was Gepanzertes. So, die nehmen wir gleich mal zurück. Wobei, warte mal. Wir nutzen gleich den hier mal, um das Ganze wieder aufzumunitionieren. Ist doch eigentlich perfekt. Oh nö. Oh nö, du Arsch. Du Arsch. Da nimmt er mir noch einen Bradley raus, ey. Verdammt. So. Und damit ist der Versorger auch schon wieder weg. Dann schicken wir erstmal die Infanterie vor. So schnell ist so ein Versorger-LKW aufgebraucht. Und jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen Speed up machen hier. Weil hier, ich glaube, er hat kaum noch Einheiten. Okay, ich nehme alles zurück. So, pass auf. Jetzt sage ich ihm nochmal Position. So, Position angreifen. Jetzt bin ich gespannt. Was er jetzt macht. Ob er jetzt die Bomben wirft? Nö. Hat er ein Problem damit? Also ich glaube, er wirft die Bomben nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann, weil der Abstand vom Spawnpunkt so scheiße gesetzt ist. Er muss noch mal eine Extra-Runde fliegen und kann dann erst... Ja, okay, gut, verstanden. Oh, Moment. Mein Freund. Alles, was ich habe, kriegst du da jetzt von mir. Hat er da echt noch Flugabwehr stehen, die kleine Made. So, kriegen wir den Hubschrauber noch? Er kriegt tatsächlich Probleme mit seiner 25 mm dagegen den Hubschrauber. Ja, sehr schwer. Jetzt geht's aber ja nochmal ab mit Flugzeugen. Oh, schöner Hit da von der vom Kameraden. Na los. Nehmt den raus.
Gibt's doch gar nicht. Wie? Ja, da hängen welche in dem Wald drin. Okay, gut. Und die sind... Also jetzt mal ganz im Ernst. Das sind 25 mm Geschosse. Und die schaffen es nicht. Die brauchen 5 Milliarden Jahre, um diesen Hubschrauber rauszunehmen. Das ist schon... das ist schon ein bisschen krass. Jetzt gehen die Bradleys da noch raus, weil hier irgendwie noch ein Panzerjäger steht. Also, gegen die Hubschrauber in den Bradleys mag sicherlich nicht Standard sein, aber das, also ganz im Ernst, das war jetzt schon ein bisschen strange. Da kommt nochmal ein Scout, tschüss. Wow. So, wir haben es aber gleich, wir gehen mal ein bisschen auf Vorspulen, weil ich glaube, hier passiert jetzt tatsächlich nicht mehr viel. Aber wir haben in dieser Schlacht, glaube ich, perfekt mal einen Eindruck von dieser Map bekommen. Das ist ja echt übel. Und guck mal, 10.000 Kills schon wieder, fast 9.000 beim Kameraden. Der hat deutlich mehr Befehle gemacht, weil wir später unseren Offizier geholt haben, aber auch der Gegner mit 9.500 Kills und 5.000 beim anderen. Die Abrams sind gar nicht so schlecht, die Hubschrauber waren auch gut. Versorgung ist tatsächlich schwierig hier, weil die Wege lang sind. Ich glaube, deswegen hat die KI auch einfach die andere Seite gewählt. Oh, guck mal hier, der Abrams hat richtig aufgeräumt. Die Flugzeuge so bedingt. Ja, die Panzer haben es hier gemacht. Ne? Wenn man die Panzer über die Freifläche spielen lässt, funktioniert es wirklich gut. Er hat den Fehler halt gemacht, die meisten Panzer über die kurze Linie zu schicken. Da war wirklich schützenfest. Und die Panzer, die er auf der also auf den langen Weg geschickt hat, die waren halt meistens in der Stadt und deswegen gut für uns rausnehmbar. Naja, okay. Interessant auf jeden Fall, die Karte, möchte ich meinen. Alles andere, naja, überlasse ich mal eurer Meinung. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr die Map schon gespielt? Und vor allen Dingen, wie findet ihr sie? Lasst es mich wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Kirtano, Gorwin und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.